Wunderschöner Start, oder? Ja, sehe ich auch so. Es ist Weihnachtszeit in, ja, World of Warships. Und, ja, Update-Zeit. Update 0.11.11 oder so, oder 0, ja doch, ich glaube, ich frage mich auch, wann 1.0 kommt, aber egal. Ich meine, man hat ja unendlich viele Zahlen, die man da noch hinten ranhängen kann, bis man denn bei 1.0 angekommen ist, aber egal. Aber ich glaube, lange kann es nicht mehr dauern. Es egal, das Update ist da. Es sieht doch wunderschön aus, oder? Ja, ja, ganz toller Fjord hier, wie man so etwas Schönes auch nennt. Und ihr seht es schon, hier ist auch schon die Clausewitz. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen Stück für Stück das Update durch. Genau, fangen wir mit dem Offensichtlichsten an. Was jetzt die ganze Zeit auch schon gegengehämmert würde. Weihnachtsgeschenke. Erst einmal Premium-Land, um ein Geschenk abzuholen. Das ist aber sehr süß. Geschenk erfolgreich erhalten. Oh, süß. Und genau, hier habt ihr es ja schon. Ganz viele tolle Weihnachtsgeschenke, die man sich hier kaufen kann. Dazu kommen wir allerdings gleich. So, erstmal in die Waffenkammer auch. Genau, zu den Weihnachtsgeschenken, zu dem Neujahres-Special etc. etc. Erstmal hier gibt es wieder For-Free-Sachen. Gönnt sie euch, holt sie euch. Und inhaliert sie am besten. Ich war schon wieder so ein Müll, entschuldigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Trump gibt es jetzt auch für Dublonen. Ist jetzt ja auch egal. Ah, sogar ein süßes kleines Video. Geil. Was auch immer ich mir hier gerade angeschaut habe. Ich meine, Mühe geben tun sie sich ja. Das muss man ihnen lassen. Ich glaube, da kann auch keiner irgendetwas abstreiten. Aber ja. Weihnachtsgeschenke. Warum ist das hier überhaupt alles so laut? Ach ja. Ihr seht's. Ihr könnt sie im Premium-Laden für Geld abwerben. Oder hier für Dublon bzw. für Neujahrszertifikate. Warum ist das alles auf Englisch? Ist Stahl auch auf. Stahl ist auch auf einmal auf Englisch. Nice, das ganze Spiel ist auf einmal auf Englisch. Das würde ich jetzt mal kurz interessieren. Sind die Schiffstexte auch auf Englisch? Nein, die sind natürlich wieder auf Deutsch. Egal, öffnen wir erstmal ganz kurz so ein kleines Weihnachtsgeschenk. Genau, also, was ist da überhaupt drin? Lohnt sich das überhaupt, den Schmarrn zu kaufen? Dazu kommen wir jetzt. So, also. Stimmt, die kann man sich auch nochmal für 150 Euro ein paar Sachen, 150 Euro, genau, für 150 ein paar Sachen kaufen. Was mich gerade interessiert, ah, genau, hier sind die Drop-Chancen. Das ist ja sehr schön. Also, diese Weihnachtsgeschenke haben verschiedene Drop-Chancen von Sachen und allgemein auch die Sachen innen drinne unterscheiden sich leicht. Also, da geht es aber nur um die Sachen hier unten. Also, wenn ihr die kleinen kauft, wovon ihr natürlich sehr viele kaufen könnt, schön billig, dann kriegt ihr zu 2,5% ein Schiff. Die Schiffe, ihr kriegt, in jedem Container kriegt ihr dieselben Schiffe. Also das unterscheidet sich nicht. Wie gesagt, das unterscheidet sich an den Booster und den Premium-Spielzeiten. Ich gehe jetzt hier bei den kleinen nicht alles durch. 2,5% gibt es ein Schiff. Hier gibt es bei den mittelgroßen gibt es zu 9% ein Schiff. Und bei den ganz großen zu 16% ein Schiff. Das ist nicht schlecht. Vor allem aber auch, haben sie erstens 40 Schiffe hinzugefügt. Was ja auch steht. Und hier oben steht es auch, Guaranteed Drop 15. Das bedeutet, wenn ihr nach 14 geöffneten Megacontainern kein Schiff drin habt, kriegt ihr beim 15. auf jeden Fall ein Schiff. Kann natürlich auch hier so ein 5er sein, aber kann natürlich auch ein 10er sein. Bei denen, da geht es halt weiter, sind es 27 und bei den kleinen sind es 100. Könnt ihr euch jetzt ausrechnen? 100 Stück. Hier bei denen, das bedeutet, ihr müsst 5 20 Stück kaufen. Das sind 22.250 Dublonen. Das bedeutet, es ist teurer, als wenn ihr hier 20 Stück kauft, wo ihr garantiert welche drin habt, für 18.750. Das bedeutet, wenn ihr garantiert ein Schiff haben wollt, ist es am billigsten, das hier zu machen. Auch dieselbe Rechnung gilt, glaube ich, auch hier. Hier waren es ja 27 Container.
Es ist am billigsten, wenn ihr unbedingt ein Schiff haben wollt, 2x8 Megacontainer zu kaufen. Damit kriegt ihr am sichersten ein Schiff. Außerdem würde ich euch das sowieso empfehlen, weil auch die Sachen, die hier drin sind, sind halt besser. Ihr kriegt hier auch richtig fette Credit Booster, ihr kriegt mehr Dublonen, ihr kriegt hier sehr viel mehr Credits und so weiter. Das ist einfach am besten, was hier drin ist. Wenn ihr ein Schiff unbedingt haben wollt, kauft euch 2x8 Container. Dann bezahlt ihr insgesamt 17.000 Dublonen. Hier würdet ihr immer noch 17.400 ungefähr bezahlen, also 400 weniger. Und die Sachen, die hier drin sind, sind halt besser. Also wenn ihr ein Schiff haben wollt, ist es am billigsten, 2x8 Megagifts zu kaufen. Dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Schiff. Wie gesagt, diese Guaranteed Drop Chance ist ja drin. Und ja, aber ansonsten, wenn ihr mehr Schiffe haben wollt, dann solltet ihr euch es wird billiger, je mehr ihr kauft. Ihr seht es ja, ihr habt 15% Rabatt, wenn ihr 8 Stück kauft. Ihr habt 25% Rabatt, wenn ihr 20 Stück kauft. Zumal 18.000 Dublonen kriegt ihr für... Na, wo ist es? Naja gut, fast 18.000 kriegt ihr für, sagen wir mal, ungefähr 58 Euro, glaube ich, müssten das sein. Na, sagen wir mal 60. Ungefähr für 60 Euro. Und ja... Genau, aber wie gesagt, ihr könnt ja auch noch mit Neujahrszertifikaten kaufen und diese kriegt ihr, wenn ihr mit 10ern gewinnt. Und da haben wir jetzt auch wieder diese guten alten, früher hieß es Schneeflocken, jetzt sind es Neujahrszertifikate. Genau, jedes Schiff von Stufe 5 bis Stufe 11, Superschiff, wie auch immer, hat eine Schneeflocke. Die kriegt ihr, wenn ihr in einer Runde 300 Base XP sammelt. Mehr nicht. Ist ganz simpel. Genau, und mit 10ern kriegt ihr Neujahrszertifikate. Das bedeutet, dass mit diesen Dingern könnt ihr auch diese Geschenke kaufen, wie gesagt. Hier oben steht's, Exchange, so, zack, dann könnt ihr hier 5, hier 3 und hier 1. Das bedeutet, wenn ihr schön viele 10 habt, könnt ihr hier auch ordentlich was kaufen denn damit. Und ja, ich wollte auch noch mal kurz auf die Schiffe raufgucken, danach gehen wir auch noch die anderen Sachen durch. Das Geile ist, es gibt sehr seltene Schiffe. Also hier erstmal Tier 5 bis Tier 7. Das sind normale Schiffe halt einfach. Dann halt Tier 8er Premium-Schiffe auch. Ganz normale, die ihr, glaube ich, auch zum Großteil noch kaufen könnt. Aber was vor allem sehr interessant ist, und auch 9er sind da drin, was vor allem aber sehr interessant ist, sind 10er bzw. auch seltene Schiffe. Hier sind Schiffe wie die Enterprise dabei, wie die Missouri, wie die Jambard, wie die Musashi. Also ich auch Lenin zum Beispiel. Schiffe, die man nicht mehr kriegt. Smolensk, Sunderer. Okay, jetzt bin ich nach oben gerutscht. So, Sunderer. Also, verdammt geile Schiffe. Smaland, ein Traum für jeden. Gut, Friesland gibt es ja die Gröning, aber egal. Friesland, Neustraschmi. Sehr, sehr starke Schiffe halt auch einfach. Also, wenn ihr hier raus ein Schiff zieht, ist das echt geil, wenn ihr hier auch noch so ein sehr seltenes draus zieht. Ich sehe sogar gerade, hier sind sogar Werftschiffe drin. Odin ist hier mit drin. Ist die Puerto Rico sogar mit drin? Das würde mich also nicht wundern. Gott, ganz gut sortiert ist das hier aber auch nicht. Obwohl doch hier unten, ja, hier unten sind die Zerstörer. Hier sind die Kreuzer. Warum haben sie die Anchorage drin und die Odin, aber nicht die 10er Puerto Rico als Werftschiff? Ist ja auch egal, mein Gott. Aber ja, ihr seht es, hier sind auch die ganzen Kodeschiffe drin. Malta, Max Immermann zum Beispiel, Kuhfürst. Ist die Schabowski auch mit drin? Ja, Kronstadt, oh geil. Ja, unten sind die ganzen Zerstörer. Also hier sind echt geile Schiffe drin. Und auch wie gesagt, sonst, die Sachen, die hier drin sind, 180 Tage Premium-Spielzeit zu 1%. Was natürlich auch richtig geil ist. Richtig schön fette Booster, 7 Stück zu 2%. Zu fast 10%. Auch die immer noch sehr geilen Booster. 2500 Dublonen sogar auch noch zu 5%. Ja gut, okay, diese Neujahrskamo, das ist das Schlechteste, was man ziehen kann. Interessiert keinen. 12.500 Kohle, 100.000 Kapitäns-XP, 2,2 Millionen Credits. Sehr, sehr geil. Bei dem hier zum Beispiel, wie gesagt, abgesehen davon, dass die Schiffsprozent-Chance-Drop geringer ist, habt ihr hier halt nur die mittleren Booster. Habt ihr hier auch nur 90 Dreier Premium-Spielzeit, nur 1500 Dublonen. Ihr seht, es ist schon weniger gut. Hier gibt es auch noch eine Full-List. Hier gibt es ja auch noch Signale drin. Igitt, wer will denn sowas? Nein. Deswegen, also, die Container lohnen sich schon. Die lohnen sich echt mehr. Also die fetten Container. Und genau, auf Superschiffen kriegt ihr Forschungspunkte durch diese Sachen. Ich glaube, hier kriegt ihr Kohle auf den 6ern und 7ern und so weiter. Ja, genau, auf den 8ern kriegt ihr schon 75 Stahl. Auf den 9ern kriegt ihr auch nochmal 75 Stahl. Und wie gesagt, 10er sind die Neujahrszertifikate.
Und ja, konzentriert euch erstmal auf die Zehner, dass ihr die durchkriegt, dass ihr da euch die Container kaufen könnt, um geile Schiffe abzustauben. Aber ja, die Werft ist wieder da. Kommen wir zum nächsten Teil des Updates. Werft. So, ich hoffe, ich habe das mit den Containern gut genug erklärt. Und ja, auch das nächste Video im Spiel. Woo! By the way, es folgt auch heute noch Abend, oh Gott, sprechen und so. Es folgt heute Abend auch noch ein Stream, um 19 Uhr wird dieser Stream anfangen. Ich weiß nicht, ob ich genau dann die Boxen öffne, aber dann kommt ein Box-Opening, yay! Also, könnt ihr denn schön mir beim Mega-Weihnachtsgeschenk öffnen zuschauen. Freut euch drauf, wird geil. Genau, also, Admiral Schröder. Warum ist immer noch alles auf Englisch? Egal, ich kann ja Englisch glücklicherweise. Geringe Manövrierbarkeit, hat allerdings einen Engine Boost, hat auch wahrscheinlich wieder 380er, schätze ich mal. Large Carrier Main Battery und genau, hat eine sehr geile Secondary. Ihr seht, hier sind 150mm, hier sind 128mm und ja. Nice, ich weiß, wie die Dockyard funktioniert. Ja. Mein Gott. Also. Der Bauprozess besteht aus 30 Phasen, wie ihr unten sehen könnt. An der 30. kriegt ihr dann das Schiff. Das Schlachtschiff, sage ich schon. Das ist ja ein Schlachtkreuzer, glaube ich auch. Er hat nur 305er. Okay, nevermind. Er hat 305er nur. Aber egal. Sind ja trotzdem geile Geschütze. Und genau, ihr könnt es wieder mit Kampfaufträgen machen, wo wir auch gleich reingucken. Oder halt euch die Sachen kaufen für 1750 Duplonen pro Phase. Und ja, die Werft wird selbst bis zum Update 0.12.1, also da sind wir noch nicht bei 1.0, im Spiel verfügbar sein. Ihr könnt 26 der 30 Schiffsbauphasen könnt ihr umsonst kriegen, also bis hierhin, bis zum, oh, nochmal ein großer Giftcontainer, geil. Bis dorthin, allerdings die letzten 4 werdet ihr kaufen müssen, da kommt ihr nicht drum rum, wenn ihr das Schiff haben wollt. Mit der 19. kriegt ihr wieder die Reno. Geiles Schiff wohl, also was heißt geiles Schiff, ist halt wieder ein 7er Premium-Schiff, nehme ich gerne. Und ja, ansonsten auch die Sachen, die halt wieder drin sind, selbst wenn ihr, wie gesagt, nur bis 26 spielen solltet, sind halt wieder coole Sachen drin, hier sind fette Booster drin, das ist sehr geil, Container, 6000 Kohle, gut, hier sind kleine, etwas kleinere Booster drin, was ist hier drin, 3 Tage Premium-Spielzeit, nochmal Booster, sogar ein Santa, Gift-Container, sogar noch einer. Nochmal ein paar Tag Premium-Spielzeit, nochmal kleiner Container, nochmal Kohle. Das sind geile Sachen einfach. Das sind geile Sachen, die ihr umsonst kriegen könnt. Und selbst wenn ihr dann weiterspielt, kriegt ihr 2000 Stahl, 4000 Forschungspunkte, 10.000 Kohle und halt das Schiff. Genau, ansonsten noch, wenn ihr das Schiff unbedingt haben wollt und wisst, dass ihr es schafft. Wie gesagt, wenn ihr wisst, dass ihr es schafft, dann würde ich euch empfehlen, bei der Werft, also in der Waffenkammer, hier unten, genau. Kauft euch diese Startphase, die hier. Damit seid ihr immer noch billiger dabei, als wenn ihr es dann am Ende kauft, diese 4 Phasen. Allerdings, dann habt ihr halt natürlich, sage ich mal, ein bisschen den Druck, dass ihr es schaffen müsst, ja, so nach dem Motto. Genau. Also, wie gesagt, kauft die Phasen. Kauft die 4 Phasen, wenn ihr das Schiff unbedingt haben wollt. Wenn nicht, ist auch gut. Ansonsten spielt es halt durch. Ich meine, ansonsten kostet es, ja, obwohl es ist schon billiger. Es ist ungefähr so um die etwas, ungefähr 2000 Dublonen billiger. Wenn ihr das jetzt schon kauft. Mein, könnt ihr euch überlegen, wenn ihr das Schiff unbedingt haben wollt. Genau, gucken wir mal kurz in die Aufträge zur Werft. Werft, da ist sie auch schon. Also, es läuft so wie immer ab. Ihr kennt es, ihr müsst 6 schaffen, dann kriegt ihr eine Phase. Dazwischen sind auch 2 Phasen, am Ende sind es wahrscheinlich wieder 3. Genau. Und gucken wir mal ganz kurz durch. Denken Sie an die Torpedos, aber das ist wahrscheinlich ziemlich easy. Base XP wieder farmen. Ansonsten hier 75.000 EP. Ah, lol, da sind sogar U-Boote mit drin. Das sieht mal einer an. Ihr habt sogar diesmal U-Boote mit drin. Also mit U-Booten könnt ihr auch jetzt auch Aufträge abschließen. Ja, das hier ist relativ einfach halt, wie gesagt. Das ist, macht sich alles nebenbei. Und in 4 Tagen schon. Ui, das ist aber sehr schnell. Gibt es dann schon die nächste Phase. Und hier ist es auch nur Credit-Punkte verdienen. Macht man auch alles nur nebenbei. Mal schauen hier. Ja, hier wird es halt schon ein bisschen kniffliger. Mit dem U-Boot 175 bei der Torpedotreffer, das sind ein paar Runden. 109 Treffer aufgeklärt oder zerstört mit Zerstörern. Gut, okay, mit Kreuzern, Brandgesteckte Wasserausfälle. Treffer an Zitas oder Ausfälle mit Schlachtschiffen. 700 Raketentreffer. Das hier sind schon Aufträge, die dauern ein bisschen länger. Die sind noch nicht schwer, aber die dauern ein bisschen länger. Natürlich gibt es hier unten auch immer wieder einen Auftrag mit Base XP oder, ich glaube, Kills. Wo ihr oder in einem Gefecht so viel Schaden, dass ihr das alles ein bisschen beschleunigen könnt.
Oh, hier geht's schon los mit drei Phasen. Mal schauen. Die Machtsache macht man ja nebenbei. Ansonsten. Ja gut, okay, das ist relativ einfach. Ja, hier geht's schon los. Das sind halt Sachen, die dauern echt lange. Und ja, das wären schon etwas knifflige Sachen. Also haltet euch dran, wenn ihr das Schiff haben wollt, die Admiral Schröder. An sich wirkt sie eigentlich ganz gut. Ist halt ein Secondary-Kreuzer. Damit müsst ihr halt klarkommen. Und es muss euch bewusst sein, dass es eigentlich ein Secondary-Kreuzer ist. Und ja, ansonsten sehe ich hier gerade, sind hier noch Neujahrsgefechte. Wahrscheinlich für irgendeine Sammlung. Ist nicht ganz so wichtig. Genau, ansonsten die japanischen Kreuzer sind Teil 2 ist jetzt da für die meiner Meinung nach nicht ganz so dollen Kreuzer. Wie gesagt, die Phasen, die Singer hier kaufen könnt ihr noch, aber es sind keine Aufträge mehr da mit dem nächsten Update. Deswegen ist hier die ganze Zeit Claim Gift. Mein Gott, ich bin aber auch ein Blindfisch, oder? Ja. Danke. So. Ich bin aber auch ein Blindfisch. Und genau. Die Kreuzer sind jetzt halt einfach, ihr kennt es mit Vorabzugang, im nächsten Update werden sie dann wahrscheinlich da sein. Ihr kennt es. Ansonsten gibt es einen neuen sexy Gefechtspass. Noch mehr Sachen, wo ihr Geld ausgeben könnt. Wuhu! Ihr kennt es. Er wird so laufen, wie sonst auch. Ihr könnt den Pass, wie gesagt, umsonst durchspielen. Dieser sind 60 Stufen allerdings, nicht nur 50. Wahrscheinlich kommt das nächste Update ein bisschen länger. 60 Stufen sind es, nicht 50. Ihr kriegt also ein bisschen mehr sogar umsonst. Ich kann es mal kurz aufschlüsseln. Also, die oberen Sachen, für die Sachen, die ihr umsonst freispielen könnt, sind 45 Container, auch mehrere Boni-Container, sogar zwei fette Boni-Container, also sehr geile Sachen. Ein bisschen Free XP, ein bisschen Kapitäns-XP, ein bisschen Hafenstellplätze, 2,1 Millionen Credits, 1900 Stahl, 19.000 Kohle, 1900 Forschungspunkte und ein sexy Santa als Kapitän dann am Ende. Geil, oder? Ja, sehe ich auch so. Das kriegt ihr alles, wenn ihr den Pass umsonst spielt. Dafür müsst ihr pro Woche folgende Sachen machen. Ihr habt da 6 Wochen Zeit, hier oben 1 Monat, 10 Tage. Und ihr müsst 590 Punkte verdienen, um alles zu schaffen. Warum 590 bei 60 Stufen? Weil die erste ist ja schon freigeschaltet. Und wie gesagt, es sind ja 60 Stufen. Also 590 Punkte. Das bedeutet, die haben das auch schön auf einem Artikel auf der Website aufgeschlüsselt. Das bedeutet 400 Punkte durch wöchentliche Auftragsreihen. Da gehen wir gleich nochmal durch. Und 19 durch tägliche, also 19 tägliche Auftragsreihen sind 190 Punkte. Und ihr macht 4 wöchentliche Auftragsreihen und dafür mehr tägliche Auftragsreihen. Also ihr könnt es in 5 Wochen schaffen, sagen wir es so. Ihr müsst eine Woche, könnt ihr zum Beispiel komplett weglassen. Wenn ihr sehr viel spielt, könnt ihr sogar 2 Wochen komplett weglassen. Es ist machbar. Es ist wirklich machbar. Folgende Sache. Ihr müsst euch den Pass nicht am Anfang kaufen. Ihr habt allerdings einen Vorteil, wenn ihr ihn kauft. Und zwar kriegt ihr dann eine weitere Auftragsreihe, die jetzt auch nicht auf der Website mit drin ist. Damit kriegt ihr es noch schneller. Genau, die bringt euch auch nochmal ein paar Stufen mehr. Ansonsten, ihr könnt auch, wie gesagt, den normalen Pass durchspielen bis zum Ende und dann kauft ihr den Premium-Pass und kriegt trotzdem noch die ganzen Belohnungen. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr es schafft, dann spielt einfach. Ich bin der Meinung, es lohnt sich schon ungefähr ab hier diesen unteren Pass auch zu kaufen. Weil da sind auch nochmal 29.500 Kohle, 6 Millionen Credits, 2.200 Stahl, mehrere Booster, Free XP, Kapitäns-XP, 25 Neuerest-Zertifikate und 2.200 Forschungspunkte. Also da ist auch nochmal sehr viel, sehr ordentliche Sachen drin. Wenn ihr ungefähr bei Stufe irgendwas mit 40 oder 50 seid, lohnt sich's schon, den zu kaufen. Denn er kostet, wenn man mal guckt, 2.500 Dublonen. Wenn ihr den besten Pass kauft, wo ihr auch die weiteren Auftragsreihen kriegt, kriegt ihr auch nochmal mehr Kohlestahl und Forschungspunkte, 5% mehr. Und ich meine, 2.500 Dublonen, kann man kurz nachgucken, Waffenkammer. 2.500 Dublonen sind, glaube ich, 8 Euro. 6.000 Dublonen wären ungefähr 20 Euro, so in dem Dreh. Also für 8 Euro lohnt sich der Pass auf jeden Fall. Für 20 Euro sei dahingestellt. Ihr kriegt ihr dann halt schneller durch. Ist schwierig, aber für 8 Euro beim besten Willen lohnt er sich auf jeden Fall. Bin ich der Meinung. Ich will euch hier jetzt auch nicht zum Geld animieren ausgeben. Am besten ist es sowieso, wenn ihr für dieses Spiel natürlich kein Geld ausgibt. Das ist Free-to-Play. Man kriegt viele Sachen umsonst. Aber wenn ihr es machen wollt, dieser Gefechtspass ist eine gute Möglichkeit. Die 8 Euro ist ja alle Male wert. Und ja, genau. Ansonsten
Zwei Nachträge. Ich bin's aus dem Schnitt. Einmal gibt's hier Neuigkeiten hab auch, wo mir auch gerade nochmal entgegengeschrien wurde. Ihr könnt jetzt auch nochmal alles nachlesen. Finde ich auch sehr schön. Übersichtlicher halt. Genau, halt hier einfach alles zum Nachlesen natürlich. Und ich habe vergessen, die Aufträge des Gefechtspasses nochmal durchzugehen. Wie gesagt, das ist ganz simpel. Ihr habt hier tägliche Auftragsreihen, so wie früher auch, wo ihr denn 10 Stück, also 10 kriegt ihr, glaube ich, insgesamt müssen es 10 Stück sein, 10 Punkte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau. Das bedeutet eine Stufe und dann habt ihr jede Woche, habt ihr halt auch nochmal die Möglichkeit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Stufen nochmal zu machen. Das bedeutet, ihr kriegt 9 Stufen pro Woche hin. Und ja, wenn ihr dann sogar noch den Premium Pass kauft, dann gibt es hier noch eine Auftragsreihe, wo ihr dann auch nochmal, ich glaube, 5 Stufen oder so hinkriegen könnt. Und ja, genau. Also mehr ist das nicht. Es ist einfach nur Base XP Farm. Zum Teil muss man gewinnen, aber mehr ist das nicht. Einfach nur Base XP. Also die Gefechtspass-Aufträge sind wirklich easy. Einfach nur farmen. Genau, es wird ein Kopfgeld-Event auch starten. Ich glaube, das läuft noch nicht. Und dazu werde ich dann mehr sagen, wenn es dann losgeht. Aber dazu kommen wir dann, wie gesagt, wenn es denn losgeht. Genau, ansonsten gibt es jetzt nicht mehr so viele Sachen. Nicht wundern, wenn ihr auf einmal Schiffe mit komischen Namen seht im Gefecht, die eigentlich gleich aussehen wie Schiffe, die es aus Schuss und im Gefecht gibt. Da werden ein paar Sachen getestet. Da nicht wundern. Es sind dieselben Schiffe. Also da wundert euch nicht, wie gesagt. Und ja, ansonsten die Trump müsste bald. Trump, entschuldigt ihr. Das Ding ist wirklich automatisch mittlerweile Trump. Kohle. Warum ist hier alles auf Englisch? Ah, nee, sie ist schon da. Perfekt. Die Trump ist da jetzt mittlerweile auch in der Waffenkammer für Kohle. Könnt ihr euch auch schnabulieren, wenn ihr wollt. Und ja, allerdings, ich werde mir demnächst, wo ist sie? Die Bourgogne krallen. Und zwar morgen in 13 Stunden ist dieses Schiff mein für Stahl. Freue ich mich sehr drauf. Kommt auch ein Video denn. Genau. Ansonsten kommen wir jetzt auch noch zu der letzten Sache, bevor wir dann endlich mal spielen. Zwei neue Superschiffe sind drin. Die Clausewitz einmal, die ich mir auch schon gegönnt habe. Und die... Wo ist Europa? Da ist Europa. Oh, schön. Die Dalarna. Ich kann dieses Schiff auch kaum aussprechen. Und ja, Clausewitz gibt's gleich eine schöne Runde. Und viel Spaß dann dabei auf jeden Fall. Und ja, zum Schiff sage ich dann was in der Runde. Ist jetzt eh nicht zu Handy. Und ja, wir sehen uns in der Runde. Und ja, viel Spaß. Let's go. Da sind wir auch schon in der Runde. Ranked natürlich. Ihr kennt es. Zack, zack, zack. Erstmal alles anmachen. Ja, Clausewitz. Wie gesagt, das Superschiff der Hindi-Reihe. Und also Hindenburg. Und ja, was macht dieses Schiff denn so besonders? Naja, erst einmal bezüglich der Superschiff-Thematik. Es hat keine Fähigkeit. Was ich aus welchen Gründen auch immer nicht ganz verstehe. Warum es keinen Feuerstoßmodus hat, egal. Sei es drum. Sei es drum, sei es drum, sei es drum. Es hat eine relativ gute Secondary sogar. Aber es geht das Ding nicht auf Secondary. Die Kiste ist ein absoluter Long-Range-Kreuzer. Des Weiteren ist der Winkel ziemlich schlecht von den hinteren Geschützen. Ihr seht es, ich muss ungefähr... Jetzt schon kann ich nicht mehr mit einem Geschütz nach vorne schießen. Das bedeutet, ich muss so viel Breitseite zeigen. Seht ihr... Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die Geschütze hinten haben einen sehr, sehr schlechten Winkel. Um alle Geschütze abzufeuern, müsst ihr sehr viel Breitseite zeigen. Das Schiff hat eine ganz gut gepanzerte Zitadelle dennoch, beziehungsweise eine Bug- und Tech-Panzerung ist okay. Trotzdem, es ist ein Long-Range-Kreuzer, das solltet ihr auch beachten. Dennoch hat sie diese klassischen, nutzlosen 6 Kilometer Deutschland-Torps. Diesmal hat sie sogar 2 Fünferwerfer auf jeder Seite. Das bedeutet, wenn irgendjemand doch noch zu nahe kommt, ist er tot. Also... Diese Torpedos haben natürlich dann trotzdem eine gewisse Wirkung. Ihr wollt diesem Schiff nicht zu nahe kommen. Trotzdem sind es nur 6 Kilometer Torps. Sehr ärgerlich. Hätten sie auch ein bisschen was machen können, bin ich der Meinung. Aber naja. Ansonsten hat es einen Heal. Es hat ein Aufklärungsflugzeug. Und es hat natürlich die sehr, sehr geile Hydro. Das muss man natürlich positiv hervorheben. Ja, es hat Wasserbomber, die wenigstens... Diesmal hat es wenigstens Wasserbomber. Die Hindi hat ja nur Wasserbomben. Und auch wenn diese hier nur 8 Kilometer weit gehen, auch hier aus welchen Gründen auch immer... Aber ja, ansonsten, ihr habt 210 mm, ein gering gefügiges größeres Kaliber als mit der Hindi. Immer noch eine sehr starke HE, eine auch sehr starke AP. Die Geschütze machen schon Schaden, aber sie laden halt auch einfach sehr lange nach. Es ist halt so das Problem. Und ja, es ist, ich weiß nicht. Es ist komisch. Aber gucken wir mal, was die Clausewitz so hinkriegt.
So, das ist schon mal eine Republik. Oh, jetzt geht ein Vampire da vorne auf. So, das war schon mal eine sehr schöne HE-Klatsche für den ersten Treffer. Na. Da ist die Edgar. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Na, gehen die Schüsse noch rüber? Wahrscheinlich nicht. Ragnar, ich würde mich nicht auf einen Infight mit einer Edna. Mit einer Edna. Genau, mit einer Edna. Mein Gott! Mit einer Edna. Alter Schwede! Mit einer Edgar reinlassen, sprechen! Oh Gottes Willen, entschuldigt! Das war ja gerade albtraumhaft. Nice, aber da seht ihr es wieder, die HE macht sehr viel Damage. So. Na, brennt sie von mir? Schade, leider nicht. Trotzdem, ich kann ein bisschen Druck machen. Es ist kein Schiff sonst mehr auf der Seite. Die Vampire hat es auch abgehauen. Komm schon, fahr, zieh an. An sich finde ich das Schiff trotzdem eigentlich ganz hübsch, muss ich ehrlich sagen. Es ist kein hässliches Schiff. Habt ihr es halt wieder? Die Winkel von den hinteren Türmen sind echt eine Katastrophe. Ehrlich. Na komm, ein paar Sekunden habe ich den. Wo ist noch das Edgar wieder? Okay, kann nochmal Einzeltorps. Sollen sie Einzeltorpen? Problem, die Republik turnt auf unsere Seite. Nice, Trump ist tot. Also, der Zerstörer im Spiel, die Trump. Oh mein Gott, jetzt muss ich ja schon aufpassen, was ich sage. Na. Oh Gott. Ja, das Problem ist jetzt gerade hier der Berg. Ich hoffe, dass ein paar Schüsse rübergehen. Es geht nicht einer rüber. Nicht, dass ich hier getorbt werde noch. Ja, das sind sie ja auch schon. Die schönen Torps. Eine ganze Menge. Erstmal kurz ein bisschen versuchen auszuweichen. Autsch, das war eine böse Klatsche. Komm, komm, komm. Links den Arsch rum, links den Arsch rum. Puh. Nice. Jetzt fängt die Edgar sogar schon an zu schießen. Ah, nee, Tops bringt nicht, der ist zu weit weg. Aber ich bin ehrlich, ich push da jetzt nicht in eine Republik und eine Edgar rein und eine Vampire. Ich bin ehrlich, ich glaube, das bekommt mir nicht ganz so gut. Ja, und da ist die Edna auch schon tot. Na gut, okay. Egal, schon ordentlich Damage gemacht und keinen Damage gefressen. Passt erstmal soweit. Mecklenburg da hinten frisst auch. Das ist auch schon mal sehr geil. Jetzt haben wir auch noch einen Desmo. Unser Vampire hat aber jetzt auch nicht mehr ganz so viel Leben, leider. So, komm schon. Ja, die Vampire wird mich geortet haben. Ich sehe halt gerade nichts, leider. Nice, da ist die Mecklenburg tot. Sehr schön. Oh, shit. Komm, dreh raus! Sehr schön. Komm. Na? Da hätte ich auch AP schießen können, fällt mir gerade auf. Ups. Dort drüben wird die Vampire oder die Edgar gerade nehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Edgar nicht vielleicht sogar Radar dabei hat, weil ich sie noch nicht einmal habe neben sehen. Okay, ich kann heilen eigentlich jetzt auch. Brand. Ah, die Edgar ist oben. Okay, das ist echt die Vampire, die da gerade nebelt. Nice, Desmo ist tot. Ah nein, mein Gott. Na gut, da wird mich
jetzt gerade die Vampire spotten. Gucken wir mal, ob die Republik hinter der Insel steht. Schießt die Flugabwehr. Ja, Flugabwehr schießt, die steht immer noch hier ungefähr. Na, ungefähr jetzt. So, jetzt ist sie noch da gefahren. Das gute Stück. Ich werde auch gleich wieder Hydro zünden in 50 Sekunden. Aber das stimmt, die Runde ist eigentlich gewonnen. Wir haben den Cap-Vorteil. Und trotzdem will ich jetzt ein bisschen der Ohio mit der Republik helfen. Das Problem ist halt nur, die Vampire spottet mich halt die ganze Zeit. Komm schon, ich brauche meine Hydro wieder. Ich glaube nicht, dass die Vampire Flugabwehr anhat. Brems, 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 brems. Sehr schön. Sehr gut. So, da ist die Edgar jetzt auch schon wieder. Können wir jetzt auch mal kurz nochmal versuchen, mit AP reinzuholzen. Wenn sie so nett ist und da jetzt schon mal auch aufgeht sogar. Oh, die kommen gut. Die kommen gut. Die kamen sehr gut. Ach man, dieser Winkel von den Türmen ist echt eine Katastrophe, wirklich, beim besten Willen. Oh, jetzt sind zwei hier drauf. Hallo? Auch den zweiten Turm gerne abfeuern. Ich hab da jetzt nichts dagegen. Das ist die Vampire. Na gut, okay, ist jetzt aber auch erstmal egal. Die Republik muss nämlich raus. Schießt nämlich auch auf mich. Wahrscheinlich jetzt healen können. Ja. Ja, doch, die AP, da habt ihr das, ist halt auch schon stark. Komm, 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 komm. Fliegen die noch rüber? Wahrscheinlich nicht. Nee. Schade. Autsch. Gute alte Edgar-Geschütze. Autsch. Ja, war das ein Damage, ey, wirklich. So, meine Güte. Ja, hab ich jetzt nämlich unspottet. Fährt aber gerade auf. Ja, gut, okay. Egal, die Vampire habe ich damit jetzt auch verjagt. So nach dem Motto. Dass ich allerdings. Ja, da Minot nehme ich Radar an. Ja, das nehme ich schon. Mich um die jetzt gerade kümmern muss. Nice, Secondary. Bisschen Nutzen. Ein kleinen Nutzen hat sie schon. Autsch! Das war eine üble Klatsche. Aber egal, nice, gewonnen. War jetzt nicht überragend, 65.000 Damage. Eine festliche Belohnung, 500 Forschungspunkte. Nimmt man natürlich auch sehr gern mit. Geil. Geil. Sehr schöne Runde. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe mal, dass wir uns wiedersehen. Kommt hier, fahren wir noch kurz einen Container am Ende. Weihnachtscontainer. Vielleicht kriege ich ein Schiff. Schade. Wie der kleine Booster nur. Komm, hier. Vielleicht kriege ich einen Supercontainer. Oh mein Gott. Wenn da jetzt ein Schiff drin ist, ist ja witzig. Schade, kein Schiffsignale. Naja, gut. Das ist auch ein schönes Ende für das Video. Sehe ich auch so. Wenn ihr noch Fragen habt, taut unter dieses Video oder schaut heute Abend beim Stream vorbei. 19 Uhr, wie gesagt. Und ja, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Und wir sehen uns. Tschüssi.